Hallo zusammen, willkommen hier bei den Mindshift Shorties. Heute geht es um mein Lieblingsthema, die Musik. Ich bin ja ein großer musikbegeisterter Enthusiast, Fan, wie auch immer. Und wenn du vielbegabt, wenn du hochsensibel bist, dann kann ich dir nur ans Herz legen, aber das tust du wahrscheinlich sowieso schon. Oh, ich muss mal ins Trockene gehen hier, sonst regnet mir meine Kamera voll. Mehr Musik in dein Herz zu lassen, in dein Leben zu lassen. Denn Musik kann uns beflügeln, kann uns begeistern, berühren. Und ich finde es immer so schade, wie unberührt so manche Menschen sind. So berührungslos, bewegungslos. Ich höre so viele Musik gern. Also von angefangen bei Klassik natürlich. Klassik ist meine große Leidenschaft. Klassik, Oper, aber auch Bach und mein Lieblingskomponisten sind Mahler und Wagner und Strauss, also nicht Johann Strauss, sondern Richard Strauss. Aber ich höre auch gerne Rockmusik und funkiges, jazziges, Punk und auch Pop zum Teil. Ja, Techno weniger, wobei es da ziemlich coole Sachen von Fat Freddy's Drop gibt. Im Moment höre ich am liebsten Walk of the Earth. Ich sag euch also einfach mal, weil ihr das mal nachrecherchieren könnt, mal googeln könnt, Walk of the Earth. Richtig coole Mucke. Fat Freddy's Drop. Alt J, auch ziemlich cool. Ed Sheeran, klar. Und dann Klassik. Klassik, Klassik, Klassik. So, und jetzt will ich aber noch einen wichtigen Punkt hinaus. Was ich sagen wollte vorher noch, Entschuldigung, dass manche so unberührt sind von Musik, mir fällt es gerade auf, vor allen Dingen auf, wenn ich selber Klassik höre. Oh, mein Herz anfängt zu bluten, wenn ich in der Oper sitze und die sterben alle. Also bei der Oper muss natürlich Leute sterben, weil sonst ist es keine gute Oper, ja. Tosca, sterben gleich drei. Und egal wie oft ich die Musik schon gehört habe, es geht mir jedes Mal wieder das Herz auf. Mahlers Zweite, die Auferstehung oder ja, alle Sinfonien von Wagner, von Mahler sind so berührend und ich kann da jedes Mal so anfangen zu heulen. Da geht es natürlich jetzt auch um Emotionen, Emotionen im Business, Emotionen für den Mann. Die weibliche Seite wieder zulassen. Ja, jetzt regnet es ja nicht, kann ich eigentlich auch mal meine Mütze wieder abnehmen hier. Dass wir das wieder erlauben, ja, dass wir erlauben, Gefühle zu zeigen, auch als Männer. Ja, als Männer darf man auch mal heulen bei einem guten Film, bei einer guten romantischen Stelle, auch wenn wir natürlich meistens lieber hier, keine Ahnung, Star Wars gucken. Aber selbst da gibt es ja berührende Momente. Dass wir diese Berührung, das bewegte Herz wieder zulassen. Und jetzt der wichtige Punkt, wo ich noch hinaus wollte bei Musik und überhaupt jeglicher Konsum, jeglicher Gedankenkonsum, also Filme, Musik, Bücher, obwohl ich gerade wieder Stephen King's S lese. Wir sollten aufpassen, was wir uns da reinziehen. Vor allen Dingen von den Texten her. Also auch Musik. Ich habe ja früher viel Reggae gehört und Dancehall und das ist so dogmatisch, da ist so viel Schwulenfeindlichkeit drin. Ich meine, ich bin heterosexuell und ich will auch nicht von Schwulen angebaggert werden, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand vom anderen Ufer ist, wenn jemand eher auf Männer, also als Mann eher auf Männer steht oder als Frau auf Frauen steht, soll doch jeder das machen können, was er will. Ich will ja auch meine Freiheiten haben. Warum sollen die nicht ihre Freiheiten haben? Und in der Musik ist es so schwulenfeindlich. Und wenn ich dann, hoffentlich geht es jetzt noch, ich habe nur noch 10%, nee 20. Wenn dann aber ständig über Krieg und Leid und Schwulenfeindlichkeit gesungen wird, dann beeinflusst mich das, dann beeinflusst es meine Gefühlswelt, meine Gedankenwelt. Also gerade wenn ich jetzt die ganze Zeit höre, oh, Everywhere is War. Sau geiles Lied von Bob Marley. Aber wenn ich mir natürlich immer wieder vor Augen halte, dass überall Krieg ist, überall Leid ist, dann ist es genauso, als würde ich mir immer meine gleiche Scheiß-Story jeden Tag wieder neu erzählen. Ja? Davon wollen wir wegkommen. Unsere Gedanken, unsere Gefühle beeinflussen unser Tun. Unsere Tun beeinflussen, wie die Welt tatsächlich ist. Ja? Wie im Innen, so im Außen. Das ist nun mal Gesetz, kosmisches Gesetz, Gesetz der Resonanz, Gesetz von Analogie. Und wenn ich mich halt immer nur mit diesen negativen Songtexten beschäftige, auch wenn ich nicht wirklich richtig zuhöre, mein Unterbewusstsein nimmt das trotzdem auf. Und dementsprechend entwickle ich auch dann meine Sicht auf die Welt.
Deswegen achte darauf, was du hörst. Ja? Betreibe eine Mindhygiene, eine Soundhygiene. Gib nur das auf die Ohren, was du auch wirklich hören willst. Klar, wenn du dann natürlich für sowas brennst wie Herr der Ringe oder Stephen King, so wie ich, dann ist es natürlich schwierig. Ja? Oder auch bei Oper, wo dann alle sterben, wo es auch oft um Revolution geht oder, ja, weiß schon, wo es halt sehr an die Substanz geht, von den Gefühlen her, dann solltest du dir da eine innere Barriere aufbauen, dass du das eben als, damit du das bewusst wahrnimmst und das nicht in dein Unterbewusstsein sackern lässt, immer wieder und immer wieder. Und dass du das bewusst machst, okay, das hört sich jetzt schön an und es sind emotionale Texte und Liebe, da geht es ja auch meistens um Unglück in der Liebe, ja, nicht um glückliche Liebe, sondern versagte Liebe. Dann mach dir das bewusst und lass es nicht im Unterbewusstsein einfach unterschwellig weiterarbeiten, dass du dann auch das Unglück anziehst, ja? Okay, das war's für heute, schon viel zu lang, wir sind schon bei 6 Minuten. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Ja, und sei bei der Mindset-Challenge dabei. Geh auf mindset-challenge.de, dort kannst du dich anmelden. Oder melde dich zu einem Strategiegespräch mit mir, kannst du dich auch noch bewerben. Gibt noch freie Plätze für den Mai. Bewerb dich auch da, wenn du dieses Bedürfnis hast, vielleicht an deine Berufung, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, an deiner Angst, dich zu zeigen. Dann können wir vielleicht ins Gespräch kommen. Okay, ich bin raus, ich wünsche euch alles Liebe und bis bald im nächsten Video. Macht's gut, der Holger. Ciao, ciao.